Yay. Ladies and Gentlemen, das war eine typische Jazz-Akkord-Folge, die Ragtime-Verbindung. Yeah. Ich dachte, ich zeige euch mal, was damit auf sich hat. Vor allen Dingen, weil es so ein schickes T-Shirt dazu gibt inzwischen. Let's go. Ragtime-Verbindung ist ein Name. Pff, ich habe den letzt gegoogelt und nicht wiedergefunden. Trotzdem habe ich das Ding schon, diese Akkordfolge schon seit ich denken kann, so genannt. Und naja, also erstmal ganz einfach geht sie so. Denkt ihr jetzt, und? Naja, I wanna be under this number when the saints go und so weiter und so fort. Es ist eine Akkordfolge, wenn ihr sie mal kennt und erkennt, dann findet ihr sie in allen Enden und Ecken des Jazz und auch der moderneren Musik wieder. Alright? So, die Grundform ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben C-Dur, C7, F-Dur und F-Moll. Wobei ich direkt sage, das F-Moll klingt an der Stelle gleich ein bisschen zu langweilig. Da sollte man mindestens ein F6 draus machen, F-Moll 6. Der geht so, 1, 2, 1, 3. Also das heißt, wir haben C. Das wäre im Grunde die Basis für eine offen gespielte Ragtime-Verbindung in C-Dur. Alright. Jetzt wollt ihr das vielleicht ein bisschen verschärfter spielen? Zeige ich euch. Wir machen aus dem C-Dur-Akkord einen C6-Akkord. Der geht so. Dann haben wir den C7-Akkord. Der geht dann geschlossen gespielt. So, 3, 4, 1, 3, 3. Dann machen wir aus dem F-Dur auch ein F6. Also das heißt ein 6er-Akkord. Dann hätten wir die 2, 2, 2, 1, 3. Das könnt ihr entweder mit 4 Fingerchen greifen. Aber ich rate euch direkt dazu, den mit 3 zu greifen. Ja, also Mittelfinger liegt auf G- und C-Seite. Und dann nehmen wir den F-Moll-6er-Akkord, den wir vorhin schon hatten. Ja, wenn ich jetzt mal spiele. Das ist natürlich schon ein bisschen schicker, vor allen Dingen, weil sich eben die geschlossenen Akkorde, die, naja, ihr wisst das, die lassen sich. Die lassen sich besser gestoppt spielen, sodass es mehr Punch kriegt, mehr Rhythmus. Alright, jetzt wollt ihr vielleicht die Ragtime-Verbindung nicht nur in C-Dur spielen, sondern vielleicht auch mal in G-Dur. Ich werde ja immer angemeckert, alles in C-Dur und dann kann man den ganzen Scheiß in C-Dur. Aber was ist denn, wenn man es in G-Dur braucht, kriegt ihr in G-Dur. Das Prinzip bleibt dasselbe. Wir haben G, dann G7. Von G7 müssen wir dann auf das C-Dur, beziehungsweise, und dann auf ein C-Moll. Na, machen wir nochmal zum Mitschreiben. G-Dur, G7, C-Dur und C-Moll. Auch an der Stelle würde ich eigentlich das C-Moll direkt durch ein C-Moll 6 ersetzen. Voll der geile Griff. Könnt ihr mit 4 Fingern machen. 2, 3, 3, 3. Oder ihr macht das mit saucoolen 2 Fingern. 2, 3, 3, 3. Das müsste also dann. Alright, jetzt hatte ich euch vorhin den Kram mit 6er Akkorden gezeigt und Krempel machen wir auch einfach. Also wir haben das G-Dur, das hatten wir ersetzt durch ein G6, das wäre offen gespielt so. G7 hätten wir zum Beispiel so, den kennt ihr ja. C-Dur hatte ich ersetzt durch C6, könnt ihr so spielen. Und dann C-Moll 6. Bam, schon klingt die Sache ein bisschen Jazz.
Und für die Harten unter euch, ihr wollt es vielleicht komplett in geschlossenen Akkorden spielen, zeige ich euch. Das G spielen wir jetzt in dieser Umkehrung hier. Das wäre 4, 4, 3, 5. Wenn ihr jetzt sagt, den haben wir doch vorhin als F6. Na ja, klar hattet ihr den als F6. Das ist F, da ist hier das F. Zwei Bünde weiter ist hier das G, haben wir G6. Ist ja irgendwie logisch, ne? Jetzt kommt ein Fingerchen dazu, dann haben wir 4, 5, 3, 5. Alright? G7. Dann kommt ziemliches Arschloch an Akkord. Das ist der C6. Ihr packt mal die zwei hier oben hin. Zeigefinger kommt dahin. Dann haben wir 2, 4, 3, 3. Die ganz harten spielen den mit drei Fingerchen. Ja. 2, 4, 3, 3. Und das C-Moll-6 haben wir ja schon. Ja, einmal zum Mitschreiben. G6. G7. C6. C-Moll-6. Yay. Ja, das war das auch schon. Wenn euch das gefallen hat, hey, seid doch so nett. Klickt auf Like. Erzählt's weiter. Oder vielleicht wollt ihr das Glöckchen, wo auch immer das ist, ich habe noch nie ein Glöckchen gesehen, anklingen zum, wozu auch immer es gut ist. Schreibt mir runter in die Kommentare, ob ihr noch was braucht. Schickt mir eine E-Mail. Wie's ist. Bis bald.